Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, Sie haben bestimmt auch schon den ganzen Tag drauf gewartet auf die 10-Euro-Überraschungsshow, genauso wie Ingo und ich. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles, was wir in dieser Sendung zeigen, kostet nur noch 10 Euro. Das ist doch wirklich super. Also wenn Ihnen was gefällt, vielleicht auch gleich mehrfach zugreifen. Bis zu 5-mal dürfen Sie gerne alles bestellen. Es sei denn, es kommt die Ausnahme der Preisalarm. Und wenn Ihnen was gefällt, seien Sie auch immer schnell, denn wir haben nur ein begrenztes Kontingent. Und ich würde sagen, wir schauen doch schon mal direkt unser erstes Paket an. Wir haben keine, du weißt es, ich. Ich pack jetzt aus. Ach, weil du weißt, was drin ist. Moni weiß, was drin ist, ich nicht. Sie wissen es auch nicht, aber wir lassen uns gerne überraschen. Aha. Oh, cool. Cool trifft es. Willst wirklich. Du auch eine? Ja, aber selbstverständlich. Eine Cappy. Eine Cap. Aber nicht nur eine Cap. Man, Cap sagt man, ne? Man sagt nicht Baseballmütze, man sagt Cap. Nee, man sagt Cap. Also wenn sie cool sein Cap. Wollen, dann müssen sie Cap sagen und nicht Baseballmütze. Aber die ist natürlich, sind die Raumtemperatur gleich um 10 cool. Grad, würde ich sagen. Guck mal, was ist das? Das ist eine Lampe? Habe ich auch eine Lampe? Ja. Wo geht denn die du an? Du müsstest einmal auf, ja, draufdrücken. Jetzt kann ich im Dunkeln gucken. Jetzt und geht dir auch ein Licht auf. Jetzt geht mir ein Licht auf und ich sehe super cool aus. Und du siehst auch super cool aus, Moni. Das ist ja irre. Das passt zu deinem Outfit. Schauen Sie sich das mal an. Mann. Cool, oder? Früher habe ich aber auch mal meine Cappies so getragen. Nein, früher zu unserer Zeit, wenn man cool war, Anfang der 90er, hat man die so getragen, auf der Seite. Nee, hier auf der Seite. Oh, das sieht nicht ja sehr Propeller. Besonders ich, aus. Regie hat gerade Propeller gesagt. Das war Carlsson vom Dach. Ja. Nein, das ist ja keine Schirmmütze. Das ist eine Baseballcap oder wie man heute sagt, eine Cap. Und die hat sogar Licht drin. Für die Mützen kannst du ja echt viel Geld ausgeben, ne? Ja, stimmt. Sehr, sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Und jetzt auch noch mit Beleuchtung. Aber das finde ich wirklich mal praktisch. Sehe ich auch so cool aus wie du? Ich kann das mich ja nicht sehen. Sieht super cool aus. Sehen Sie? Können Sie hier auch. Steht hier. Mit dieser Mütze. Also das ist ja auch wirklich schöne Qualität hier. Aus Baumwolle, glaube ich, ganz. Und größenverstellbar. Ich habe ja einen sehr großen Kopf, aber die passt wie angegossen hier. Eine coole Mütze. Du hast sie vorhin so rum aufgehabt, ne? Jo. Hast du da noch eine Tasche dabei? Eine Tasche? Ach so, nee. Doch, hier ist eine kleine Reißverschlusstasche. Das ist ja praktisch. Ach so. Da ist die Batterie drin. Natürlich. Ah, okay. Die muss ja auch irgendwo verstaut sein. Aber die muss ja auch alleine irgendwo. Die Farbe finde ich schon richtig gut. Und gerade jetzt auch bei diesem Dauerregen, den wir aktuell haben, kann man eine Cappy auch gut gebrauchen. Und jetzt auch noch mit Beleuchtung. Pass Dann genau sieht man auch mal, wo man lang geht. Passt genau über meine Brille. Das Stimmt. ist ja immer ein Problem. Dann wird die auch nicht nass. Und schützt vor Sonne. Also eine Allround-Mütze, die man das ganze Jahr übertragen kann. Was schreiben denn unsere Zuschauer hier? Sehr praktisch und genau das, was ich gesucht habe für meine nächste Trekking-Tour in der Wüste. Hoffentlich noch dieses Jahr, hat der Albert aus Oberursel geschrieben. Ja, ich hoffe auch, wenn ich im Dschungel bin oder in der Wüste, dass ich so eine coole Mütze dabei habe. Ideal auch für Schrauber, wenn wenig Licht zum Schrauben ist. Schützt den Kopf vor Kältestaub und im Winter bei Dunkelheit findet man das Schlüsselloch besser, schreibt der Matthias aus Erkner. Eine sehr, sehr schöne Mütze, sehr qualitativ hochwertig hier. Und die lädt per USB, das heißt, die geht auch noch mit Akku, gar keine Batterien, sondern tatsächlich mit Akku. Das ist natürlich klasse hier. Und sehr helle Power-LEDs haben wir hier drin. Können Sie gerne bis zu 5-mal bestellen. Die Bestellnummer ist die NC8134 und die 569. Die kostet, wie Sie erraten können, heute bei uns in der Sendung nur 10 Euro. Alles, was Sie in der nächsten halben Stunde sehen, kostet nur 10 Euro. Das war mal ein Riesenstart, ein Fashion-Statement, was sehr praktisch ist dazu. Ne? Jetzt darfst du auspacken. Ich kriege jetzt bestimmt auch was das, Cooles. Ja, das liebst du. Oder magst du sehr gerne. Ja. Kartenspiele, ne? Ja, wir spielen ja ab und zu hier Doppelkopf mal mit den Leuten hier in der Regie und Redaktion. Sind das Karten? Da sind Spielkarten drin. Ah, ja. Das ist eine Kartenmischmaschine. Das ist das Genialste überhaupt. Ne, aber wenn man schummeln will, nicht. Ach, Moni. Das muss ich mal dazu sagen. Falls Sie jemals Moni am Pokertisch begegnen sollten. Passen Sie gut auf. Passen Sie gut auf. Die kann nämlich richtig gezielt mischen. Also normalerweise so, oder man auf dem Tisch
Und hier kann man die ganz einfach da einen Stapel reinlegen, da einen Stapel reinlegen und dann drückt man einen Knopf. Man muss sie wahrscheinlich noch anmachen. Irgendwo ist ein Anschalter, hoffe ich mal. Ja, oder die Batterien sind alle. Wo ist denn der Anschalter? Oder musst du einfach nur draufdrücken vorne? Habe ich gemacht. Ich glaub, fester draufdrücken? Ah. Ja. Jetzt haben wir es. Das ist ja cool. Guck mal, wie schnell. Ist das nicht genial? Und jetzt hast du die ganzen Karten hier gemischt. Packen legen wir mal weg. Ja, das ist ja klasse. Das ist ja wirklich genial. Geht sogar mit für zwei Kartendecks. Wie viele Karten kann man da reintun? Also zwei, also ein Kartendeck hat, glaube ich, 54 Karten steht hier und für zwei ist es ausgelegt. Wie also 108 Karten. Boah. Das macht einen Spaß. Mhm. Gerade so, wir lieben es, Kanasta zu spielen. Das sind zwei komplette Rommelblätter. Das passt hier rein. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist, wenn man viele Karten hat, ist es natürlich noch schwieriger zu mischen. Ja, das stimmt. Das hier kriegt man vielleicht gerade so noch hin mit der, obwohl da fallen mir auch immer Karten runter. Eigentlich bin ich ein guter Mischer. Du schon, wie gesagt, weißt doch. Nein, das kannst nur du. Oh, guck mal, wir haben hier sogar ein Fußballspiel, ein Fußballkartenspiel. Das ist ja cool. Die können wir jetzt hier wirklich ganz, ganz einfach mischen. Die habe ich noch nie gesehen, das Fußballkartenspiel. Sehr cool. Ich höre gerade, das ist von der Mutter unseres Regisseurs gespendet worden. Vielen Dank. Liebe Grüße. Falls sie zuguckt. Liebe Grüße. So. Das ist doch genial, oder? Ja, das ist richtig genial. Das schreibt uns auch die Ulla. Jetzt macht das Kartenspielen in der Familie noch mehr Spaß. Die leidige Frage, wer mischt, gehört der Vergangenheit an. Alle wollen mischen damit, glaube ich, ne? Ja, damit jeder, ja. Oder UNO-Spiele sind auch immer so groß, ne? Und man möchte ja nicht, dass geschummelt wird. Hier wird definitiv nicht geschummelt und perfekt gemischt. Das ist ja wirklich der Hammer. Was für ein cooles System. Richtig cool. Die bestellen immer die NX1466 und natürlich die 569. Und ich finde auch toll, dass da so viele Karten reinpassen. Also ja. 108 Karten, zwei Decks. Das ist wirklich super. Die Stromversorgung einfach mit vier Batterien. Und schon kann es losgehen. Das ist doch der Hammer. Ohne zu schummeln. Was es alles gibt. Und ohne zu schummeln. Also mit dem Blatt würde ich dann auch mit dir spielen, wenn ich diese Mischkarten kriege hier. Ja. Ein tolles, tolles Geschenk natürlich auch hier für alle Leute, die gerne Karten spielen. Nur 10 Euro, das können Sie bestellen mit der NX1446 und der 569. Bis zu 5-mal Spitzenpreis hier 10 Euro für eine Kartenmischmaschine, die auch mal so einen ganzen Stapel Karten gut und vor allem ohne Mogeln durchmischen kann. Das ist ja fast schon Spielzeug. Ich bin schon glücklich in dieser Sendung. Das war klasse. Ja, das war gut. Zwei tolle Produkte zum Start, die Mütze und das Kartenspiel. Das ist auch sehr praktisch. Oh ja, sehr, sehr, sehr nützlich. Wir haben einen UV-Insektenvernichter. Es ist ja so lästig, wenn man versucht einzuschlafen und dann ist da irgendwo eine Fliege, eine Mücke, egal was, man hört es, es macht Brrrr oder so diese Mücken, die dann so am Ohr lang fliegen. Ganz schlimm. Und dann ist man wieder wach. Wenn Sie Kinder haben und die wachen am nächsten Tag zerstochen auf, ist es noch schlimmer. Das hier ist ein Insektenvernichter. Den stecken Sie ganz einfach in die Steckdose. Und dann werden die von diesem UV-Licht angelockt und, ja, sagen wir es ruhig mal, elektrifiziert. Und dann kann man die ganz einfach hier unten rausnehmen dann und hat Ruhe die ganze Nacht über. Ganz, ganz wichtig, die dürfen Sie nur in Innenräumen benutzen. Also nicht draußen, weil es sehr, sehr viele geschützte Insektenarten gibt, die davon natürlich auch angelockt werden. Aber drinnen ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, um ein für alle Mal Ruhe zu haben. Kennst du noch diese Papierstreifen mit Kleber, wo man dann irgendwie... Voll ekel ich mich. Die wechseln die Farbe, ne? Wenn man die hat, kriegst du die so ein Beige und nach einer Zeit werden sie schwarz. Nicht so lecker. Und sehr eklig zu entsorgen, ja. Ich glaube, das ist schon hier die bessere Alternative.
Ich finde auch gut, dass man jetzt nichts irgendwie rumsprühen muss oder so mit Chemikalien. Ich glaube, das ist wirklich hier hervorragend. Und dann hat man eben Ruhe, man kann dann auch wieder gut schlafen. Das ist bei mir eben das Problem. Und ich möchte auch nicht gestochen werden, weil irgendwie habe ich extrem süßes Blut oder so, weil ich habe immer so viele Mückenstiche. Ich weiß auch nicht. Zu mir kommen die irgendwie immer sehr gerne. Ja, das ist es ja. Es gibt Leute, die werden da eben noch mehr gepiesackt. Aber ich meine, jeder kennt das. Abends versuchen einzuschlafen und man kann nicht schlafen, weil man diese Geräusche hört und weiß, dass man früher oder später von denen gestochen wird. Mhm. Aber für Kinder natürlich auch, für die ist es eine große, große Plage. Die kratzen dann auch immer, das gibt dann Schorf und Narben, alles nicht so gut. Und das Ganze hier ohne chemische Wirkstoffe, ganz, ganz wichtig, finde ich immer gerade wenn man sowas im Kinderzimmer stehen hat. Oh ja, stimmt. Räume bis zu 20 Quadratmeter werden hier insektenfrei für nur 10 Euro. Und auch den dürfen Sie natürlich gerne bis zu 5-mal bestellen mit der NC8530 und der 569. Eine sehr, sehr coole Lösung für ein Problem, was wir alle haben. Insekten werden von dem Licht angelockt und dann elektrifiziert. Und dann schütteln Sie den einfach ein paar Mal über den Mülleimer aus. Dann ist Ruhe, wie man in Süddeutschland sagt. Sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, bitte nicht draußen anwenden, weil viele von unseren Insekten da angelockt werden, die eben unter Naturschutz stehen. Und die wollen wir eben nicht elektrifizieren. Aber für Mücken und Fliegen fantastisch. Und es geht auch schon weiter. Oh, Moni kommt mit Blumen und unserem Preisalarm. Ja, guck mal. Sie sehen das hier sehr präsent bei uns auf dem Bildschirm, der Preisalarm. Der Preisalarm ist besonders, da haben wir nur ein kleines Kontingent, das ist aber radikal reduziert. Sie dürfen es bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Das ist die Ausnahme von der Regel, sonst dürfen Sie gerne alles bis zu 5-mal bestellen. Was ist das dann? Eine schöne blaue Kugel. Ja, man denkt, das ist Deko, aber diese Deko ist clever, weil das ist Ihr grüner Daumen, weil Sie können hier in diese Glasgefäße Wasser einfüllen und dann wird das hier immer perfekt genau dort rauskommen und eben schön dosiert, damit Ihre Pflanzen auch immer perfekt Wasser abbekommen und nicht überwässert werden oder auch vertrocknen. Und ich finde, alleine schon als Deko-Highlight sehen die wunderschön aus in verschiedenen Farben, richtig? Ja, und aus Glas. Die sind nicht aus Plastik, die sind richtig hochwertig aus Glas. Oh, ja. Und du kriegst hier ein Viererset in verschiedenen Farben. Und dann, wenn sie hier Wasser reinfüllen und das einfach so, wie wir es hier gemacht haben, in unser Blumengesteck reinstecken, dann hält das bis zu 14 Tage lang. Das ist ja genial. Und vor allem immer perfekt bewässert. Meine Pflanzen, entweder vertrocknen sie oder werden ertränkt von mir. Ich habe da keine grünen Daumen dafür. So schön kann das aussehen hier bei Ihnen. Und das ist Glas hier, auch sehr robust gemacht. Also das kann schon mal einen Schlag ab. Und dann stecken Sie es ganz einfach hier in die Blume mit rein, gefüllt mit Wasser. Und dann läuft das hier ganz langsam so raus, wie die Pflanze das am besten haben will, am liebsten haben will, um eben grün zu bleiben, perfektes Grün. Die werden es Ihnen danken. 325 Milliliter passen da rein. Und dann geht eben die dosierte Wasserabgabe genau an die Wurzeln, da, wo das Wasser hin muss. Finde ich klasse. Ich auch. Das ist super praktisch. Auch wenn man vielleicht jetzt trotzdem zu Hause ist und man es einfach vergisst oder zeitlich nicht schafft oder einfach, wie gesagt, nicht dran denkt, finde ich das hervorragend. Ich finde die optisch super schön, einfach auch als Deko-Highlight zwischen den Blumen vielleicht auch. Und Sie können natürlich auch mehrere davon in einen Topf machen, wenn man jetzt vielleicht eine größere Pflanze hat, die mehr Wasser braucht. Aber ja, das ist wirklich toll für den Preis. 10 Euro ist das wirklich super. Also, es ist ein Preisalarm, den dürfen Sie nur einmal bestellen, aber Sie kriegen 4 von diesen wunderschönen Glaskugeln, die Ihre Pflanzen ideal mit Wasser bewässern. So Pflanzen sind ja sehr, sehr teuer. Ne? Habt ihr viele Pflanzen bei euch? Ja, auch. Und da bin ich umgefallen an der Kasse, was die Summe dann betragen hat, weil das ist echt extrem teuer geworden. Ja. Du hast vollkommen recht. Ja, gerade wenn man so eine schöne, ein bisschen größere haben will, ist man schnell bei 50, 60 Euro. Und die sollen halt länger als 3-4 Wochen halten. Gerade auch, wenn man in Urlaub fährt oder wenn sie wie wir beide hier keinen grünen Daumen haben, werden die hier ideal bewässert. Ganz toller Preisalarm. Den kann man auch wirklich hier dann auch ohne Nachbarn mal seine Blumen alleine lassen im Urlaub. Bis zu 2 Wochen, das finde ich ganz imponierend hier. Und das Ganze hier eben als Preisalarm. Wir schauen mal auf pearl.de, was die regulär kosten.
Da sind wir bei 20 Euro. Wir haben mal eben die Hälfte runtergenommen für Sie hier in unserem Preisalarm, in der 10-Euro-Überraschungsshow. Die Bestellnummer ist die NX3201 und die 569 für diese vier wunderschönen Glasbehälter, die Ihre Pflanzen ideal mit Wasser versorgen, damit die nicht vertrocknen und auch nicht ertränkt werden. Das ist leider das Los der Pflanzen bei mir. Ich bin immer froh, wenn die so ein halbes Jahr halten, aber auch das ist ärgerlich bei dem Preis, den diese Pflanzen kosten. Und man will es ja auch schön haben. Man will da keine gelben Blätter haben, man will da kräftiges Grün und viele Blätter haben. Toller Preisalarm heute. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Oh, glaube ich, das habe ich ja seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Weißt du, was das ist? Ja. Eis. Das ist Eis. Selbstgemachtes Eis. Selbstgemachtes Eis. Das habe ich ewig nicht gesehen. Da sind so Plastikbehälter, da können Sie reintun, was Sie wollen. Es wird gefroren und dann kommt das raus am Stiel. Hier. Sie sehen das hier, hier oben ist der Holzstiel dran und hier ist dieser Plastikbehälter. Und ich versuche mal eins rauszunehmen. Ich glaube, das sollten wir noch nicht machen. Sollten wir noch nicht machen? Nein. Ah. Es ist noch nicht ganz gefroren, ich sehe das gerade. Richtig. Aber hier kann man das sehen. Oh, das sieht ja lecker aus. Ja, acht verschiedene. Acht Förmchen sind da. Also das finde ich auch hervorragend. Und natürlich die Holzstiele sind auch dabei. Und da können Sie echt reinfüllen, was Sie wollen. Also egal, ob jetzt mal was fruchtiges Eis oder vielleicht auch, weiß nicht, Schokoladeneis. Schokoladeneis, Kaffeeeis. Oh ja. Kakaoeis. Mhm. Habt ihr das früher nie gemacht? Doch. Orangensaft, Cola. Immer Gummibärchen mit reingemacht. Gummibärchen mit rein. Also ich versuche das mal eben zu reparieren. Ich habe die Stiele hier, ich habe das zu früh aufgemacht. Ich ziehe mal die Stiele hier raus und stecke die dann wieder rein. Dann müsste es gehen. So, Sie füllen das hier ganz einfach mit dem Stoff Ihrer Wahl. Und dann stecken Sie hier oben diese Holzstäbe durch. Und dann, wenn das richtig gefroren ist, unseres ist leider noch nicht ganz richtig gefroren, dann kriegen Sie da Eis am Stiel raus in der Geschmacksrichtung Ihrer Wahl. Hier wird der Stab dann reingesteckt und dann haben Sie dieses Eis am Stiel. Das ist ja genial. Hier sehen wir das mal. Man kann damit sogar auch super für zuckerfreies Eis, wurde uns geschrieben. Ah ja. Also man kann ja auch sein Eis so machen, damit man vielleicht einfach auch zuckerfrei das hat. Einfach zum Beispiel auch mit Beeren oder Ähnlichem. Ja. Oder mit Joghurt. Oder mit Tee. Ach, so ein Eistee-Eis, ne? Das wäre ja auch cool. Egal was, Sie können das hier ganz einfach reintun in dieses tolle Eisset. Das habe ich noch nie gesehen. Kostet nur 10 Euro mit der NC2834 und der 569. Bisschen Platz im Gefrierschrank oder im Gefrierfach von Ihrem Kühlschrank. Und dann kriegen Sie hier selbstgemachtes Speiseeis raus. Was meinen Sie, wie Ihre Kinder gucken werden? Ach, was Sie das genießen werden im Sommer, wenn es richtig heiß ist. Hier Ihr selbstgemachtes Eis mit Ihrer favorisierten Geschmacksrichtung. Wir haben immer Cola oder Kirschsirup haben wir genommen mal. Kirschsirup pur, das war nicht zuckerfrei, aber sehr, sehr gut. Mh, das sieht richtig lecker aus. Das bringt so Kindheitserinnerungen in mir wieder hoch. Weil wir hatten das früher auch, aber es ist eine tolle Sache. Ein Laptop. Das ist mit Sicherheit nicht für 10 Euro, sondern das, was dranhängt. Richtig. Oh, wir haben unsere USB-Endoskopkamera. Ja. Eins meiner Lieblingsprodukte hier bei uns im Sortiment. Das ist eine Kamera, die an einem ganz, ganz langen Schlauch hängt. Und dieser Schlauch, ich muss mal gucken, wie lang der ist, damit können Sie dann in Rohre gucken. An Stellen, wo man normalerweise nicht so hinkommt. Und das Ganze hier in einer fantastischen Auflösung auch noch. Das kann man an jeden Computer machen, ganz einfach per USB. Oder auch an ein OTG-fähiges Handy. Da ist so ein Micro-USB-Stecker dran, dann kann man es auch mal ans Handy stecken. Und guck mal, hier sieht dein Ring. Das wäre doch schade, wenn der in Ausguss landen würde. Ja, das wäre aber auch schon passiert. Oder auch Ohrringe. Aha. Sind mir da auch schon mal reingefallen. Das ist super, super ärgerlich. Und hiermit kann man die dann auch einfach mal wiederfinden. Kannst du wiederfinden. Das ist natürlich ganz wasserdicht und eine Lampe ist vorne auch noch dran, dass sie genau gucken können. Die Kabellänge ist 1,6 Meter. Das ist, machen Klempner machen das auch, wenn die irgendwo hinwollen, wo man nicht so hinkommt. Dann schieben die einfach auch mal so eine Kamera rein, um zu sehen, was da überhaupt los ist.
das ist richtig toll, macht einen Riesenspaß. Und jetzt allein schon eine Kamera für 10 Euro wäre der Hammer. Aber hier eben noch diese Endoskopkamera. Wo hast du denn eben hingeguckt? Die möchte mein Auge treffen. Dein Auge treffen? Schauen Sie mal, die Auflösung, die Farben. Da ist eine kleine Lampe drin, die leuchtet das dann auch noch optimal aus. Gruselig. Ist gruselig? Ja, aber ich finde es auch super interessant, einfach mal sich alles von ganz nah anzuschauen. Ja. Also ja. Meine Haut ist ganz schön faltig, habe ich festgestellt. Ach Moni, so ein Quatsch. Uiuiui. Ui, ui. Ich finde es auch praktisch, weißt du, wenn du mal hinter den Küchenschrank gucken willst. Es gibt ja so Stellen, da kommt man einfach nicht hin. Unterm Sofa, unterm Schrank. Hier kann man mal ganz genau gucken, oh, ich bin im Fernsehen. Hallo. Also wirklich eine tolle Sache hier. In Farbe auch noch mit Beleuchtung für 10 Euro. Natürlich absolut wasserfest. Das heißt, man kann da also wirklich auch unter Wasser damit gehen. Gerade mal in so einem Ausguss, wenn man nachgucken will. Und ich glaube, wir haben hier sogar noch Besteck dabei. Dass wir hier auch noch einen Magneten und so dabei haben. Ja, genau. Magnethaken und Spiegel sind auch noch dabei. Das hilft dann natürlich auch noch beim Bergen von Schlüsselringen. Die Diana Helligkeit. Ist der Diana ist mal der Schlüssel in Gulli hier vorm Studio gefallen. Oh. Und Ralf, Carsten und ich haben alle drei mit richtig viel Kraft den Gullideckel hochgehoben. Hiermit kann man natürlich erstmal gucken, ist der Schlüssel da überhaupt? Ja. Und dann mit dem Haken und alles, was dabei ist, kann man den auch ganz einfach rausziehen. Ein tolles Produkt hier für nur 10 Euro und Sie dürfen es auch bis zu 5-mal bestellen. Eben um mal an Stellen zu gucken, wo man so mit dem Auge gar nicht so hinkommt. Ich denke mal an meinen Küchenschrank. Ich weiß nicht, was da schon alles hintergefallen ist. Du hast recht. Das ist wirklich, also mir ist mal so ein Plastiklöffel hintergefallen. Den werde ich nie wiedersehen. Mit der Kamera kann ich ihn wiedersehen und sogar bergen. NX 42, 32 und die 569. Guck mal, das ist so klein, das geht sogar in der Spüle da, ohne jetzt den Ausguss abzumachen. Warum lachen Und dann kann so? Man mal gucken, ist mein Ring da reingefallen, ist mein Ohrring da reingefallen, ist da irgendwas reingefallen. Hier ganz, ganz einfach. Kann man ganz einfach in den Computer stecken. Wir haben es jetzt hier im Windows-Laptop gemacht, aber es geht genauso mit Apple-Geräten. Und wie gesagt, die Helligkeit kann man sogar noch einstellen. Sie können das dann filmen und fotografieren. Und sagen, guck mal, ich habe deinen Ring gefunden, der war ganz tief im Ausguss und hier ist er. Tolles Produkt, bis zu 5-mal bestellen. Viele Produkte hier heute, die ich mehrmals bestellen möchte. Eine Tasche, Moni. Guck Eine mal. Elegante Strandtasche, wie wow. Wie cool ist die denn? Auch sehr klein. Jetzt brauchst du noch die Mütze dazu. So also. Groß. Im Sommer gehen wir gerne an den Baggersee. Also ich gehe gerne an den Baggersee. Ja, ich auch. Ich gehe gerne ins Freibad. Ich gehe gerne einfach mal Picknick machen. Und das ist eine sehr, sehr coole Tasche dafür. Die ist sehr leicht. Und guck mal, die hat sogar ein Kühlfach, sehe ich hier gerade. Ah, hier unten wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ja, wow. Richtig. Das heißt, hier ist wirklich für alles gesorgt. Hier steht bis zu 12 Getränkedosen haben da Platz für. Das ist ja der Hammer. Und ist luftdurchlässig. Das finde ich auch gerade so am Baggersee oder so. Das ist sehr, sehr praktisch. Da stockt dann die Kleidung nicht und fängt nicht an zu müffeln, weil die halt hier direkt an der Luft ist. Aber die sieht doch richtig, richtig schick aus. Ja, vor allem, da ist endlich mal genügend Platz. Und man hat hier sogar auch noch mit dieser Gefriertasche die Möglichkeit, das finde ich Sachen kühl zu halten oder auch mal Essen und Trinken mitnehmen. Und hier ist einfach echt genug Platz drin für ein Handtuch, für Sonnencreme, für vielleicht auch noch mal einen zweiten Bikini oder eine Badehose. Ein Buch, genau. Sonnenbrille. Da ist wirklich Platz für alles. Die ist ja schick, die habe ich auch noch nie gesehen. Oder den Kartenmischer zum Kartenspiel. Den Kartenmischer zum Kartenspiel, vergessen Sie den nicht. Das ist echt toll hier. Allein schon der Gedanke, so eine Strandtasche mit Kühltasche zusammen zu kombinieren, finde ich sehr cool. Weil wenn man Getränke mitnimmt, die liegen den ganzen Tag da in der Sonne, dann sind die nicht mehr kalt. Hier bleiben die kalt, weil sie halt in dieser Kühltasche drin sind. Ja. Und massiv viel Platz. Auch cool mit dem Mesh-Gewebe da oben drauf, dass das so luftdurchlässig ist. Weil, kennst du das? Du hast deine Sportklamotten oder ein nasses Handtuch 2-3 Stunden in irgendeiner Tasche. Ja, das stinkt dann. Das fängt dann schon an zu müffeln. Hier nicht. Richtig, richtig klasse. Und 12 Getränkedosen. Das sollte den ganzen Tag überreichen. Die Strandnetztasche mit Kühlfach und Seitenfach ist in hellblau. Die Farbe ist natürlich auch sehr, sehr hip. Sieht super aus. Ne?
und mal endlich genug Platz hier. Bist du das, Moni? Nein, das bist du nicht. Nee, das bin ich nicht. Ich kriege hier auch noch böse Blicke. NX6271 und die 569 ist die Bestellnummer. Und so schick und elegant können Sie Ihre Strandsachen einfach mal mitnehmen. Das finde ich, das ist immer das Problem. Ne? Hat man eine vernünftige Tasche, wo alles reinpasst, wo alles vernünftig untergebracht wird? Und haben wir noch eine Kühltasche, die wir mitnehmen können? Und dann ist man da mit 70 Taschen da unterwegs. Hier eine Tasche für alles. Fantastisch. Jetzt darf ich auspacken? Ja, weil ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Ah, eine Überraschung. Aha. Jetzt bin ich... Ach, ich weiß, was das ist. Das ist ein HDMI-Switch. Aha. Ja, du hast recht, fünffach sogar HDMI. Wow. Umschalter steht hier. Ja, da kann man... ein Fernseher hat ja manchmal zu wenig HDMI-Steckplätze. Ja. Meine hat zum Beispiel zwei nur. Oh. Jetzt habe ich in einem habe ich einen Stick drin und im anderen habe ich meinen DVD-Spieler drin. Und mehr kann ich aber auch gar nicht reinstellen. Wenn ich jetzt noch mal eine Spielekonsole anschließen will, dann muss ich immer hin und her stecken. Das ist natürlich lästig. Das ist ärgerlich. Hier kann man aus einem HDMI-Steckplatz fünf Stück machen. Ah. Hier geht das HDMI rein in den Fernseher und hier die anderen Geräte alle. 1, 2, 3, 4, 5. Und mit der Fernbedienung kann ich das dann ganz einfach umschalten. Das ist eine geniale Lösung für ein Problem, was viele, viele Leute haben. Aber sind das da nicht? Sind das nicht 6? Ah, nee, okay. Einen stecken wir rein und dann haben wir noch 5 Plätze. Ja, ich verstehe. Ja. Und klein und handlich und sehr, sehr praktisch vor allem. Also es ist wirklich was, wenn man mal mehr Geräte anschließen will, als Steckplätze sind, ist das eine super Lösung hier für nur 10 Euro. Das ist nicht so einfach, sowas zu machen. Da ist also eine Schaltung mit drin, die das dann eben entsprechend auch regelt, weil bei HDMI geht jetzt nicht nur das Signal durch, da geht noch alle möglichen kodierten Signale mit durch. Und die müssen natürlich auch durchkommen zum Fernseher. Gerade wenn Sie so mal ja, DVD-Menüs haben wollen oder sowas. Da ist sowas sehr, sehr wichtig. Spielekonsolen sind sehr anspruchsvoll, was die HDMI-Verbindung angeht. Das geht hier alles mit. Und da muss man eben nicht so umstecken. Wie viele Geräte hast du an deinem Fernseher? Du hast wahrscheinlich auch einen, hast du einen Stick? Ich habe einen angebissenen Apfel-TV. Ja, das ist ein Stick. Ja. Und eine Spielkonsole, ne? Ja. Das auch. Also ich bräuchte auf jeden Fall mindestens 3 oder 4 Plätze. Ja, ne? Und mein Fernseher, doch, der hat aber. Ja, und dann, wenn du noch mal einen Laptop anschließen willst, damit schon das brenzlig. Läppert sich alles sehr, sehr schnell hier. Und das ist eine geniale Lösung hier, und zwar vor allem für nur 10 Euro. Ich wüsste auch gar nicht, wo man sowas findet. Also hast im Elektronikmarkt habe ich das noch nicht gesehen. Müsste man sich irgendwo online bestellen. Aber der Preis hier ist der Hammer. Ja, kriegt man das bestimmt nicht für 10 Euro. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Vor allem noch mit Fernbedienung hier. Man kann auch manuell hier drücken und das dann eben verändern noch. Druckknopf ist auch noch dran. Also sehr, sehr coole Lösung hier. Und 10 Euro ist ein Hammerpreis. Gerade so Elektronik, da langen ja manche Leute richtig zu mit dem Preis. Bei uns nicht. 10 Euro für diesen fantastischen HDMI-Hub, würde ich mal sagen, so heißt der, oder? Ja, fünffach HDMI-Umschalter mit Fernbedienung. Aha. Und das geht sogar bis 4K UHD. Also ist wirklich hier, die Übertragung ist die beste Auflösung. Die ZX9158 und die 569, die Bestellnummern für 10 Euro, wirklich ein Highlight. Aber mein Highlight hier aus der Sendung war erstmal diese Eis machen und die Kartenmischmaschine. Obwohl du da nicht mogeln kannst. Nee, aber finde ich gut. Also ran ans Telefon und bestellen Sie sich Ihre Lieblingsprodukte. Viel Spaß.